Pfarrer Tobias Magal kennt die personelle Situation in der Kirche. Daher hat er mit seinen Mitbrüdern in den umliegenden Gemeinden nach einer Lösung gesucht. Das Ergebnis ist seine neue Pfarrei Theisnachtal. Sie ist der Zusammenschluss aus 6 Pfarrgemeinden, welche über 11.000 Katholiken umfasst und sich über 9 politische Gemeinden erstreckt. Wir müssen reagieren. Und selbst wenn jetzt große Berufungswellen in unser Bistum kämen, dass die jungen Männer scharenweise das Priesterseminar stürmen, was ja möglich wäre und wünschenswert, und darum beten wir ja auch. Aber bis dann da fertige Pfarrer rauskommen, dauert es ja wieder 10, 15 Jahre. Es geht jetzt darum, einen überschaubaren zeitlichen Rahmen in den Blick zu nehmen. Wie können wir die nächsten 10 Jahre sinnvoll mit dem Personal, das zur Verfügung steht, haushalten und wirtschaften? Eine ausgefallene Berufungsgeschichte hat er nicht. Die Kindheit in einer katholischen Familie, eine Ministrantenlaufbahn und die Arbeit als Mesner haben sein Interesse für den Beruf des Pfarrers geweckt. Ich kann mich gut erinnern, als ich das beim Mittagessen meinen Eltern verkündet habe. Die waren natürlich zuerst einmal überrascht, vielleicht auch irritiert. Aber ich habe meinen Eltern dann gesagt, ich probiere es aus und wenn es mir nicht gefällt, höre ich sofort auf. Habe nicht aufgehört und keinen Tag bereut. Tobias Magerl ist gerne Pfarrer und scheut auch die neuen Herausforderungen nicht. Um die wachsenden Aufgaben zu bewältigen, setzt er auf die Unterstützung der Kirche und seiner Mitarbeiter. Als Pfarrer bin ich ja kein Einzelkämpfer. Weder als Pfarrer einer Einzelpfarrei noch als Pfarrer einer Pfarreiengemeinschaft kann der Pfarrer alleine alles bewerkstelligen. Muss er auch nicht. Dafür gibt es ja wunderbare Unterstützung und Mitarbeiter. Meine wichtigste Mitarbeiterin ist unsere Gemeindereferentin. Wir vertrauen uns, verstehen uns blind und wir sind als Team, denke ich, unschlagbar. Darüber hinaus gibt es Unterstützung durch Priester der Weltkirche als Pfarrvikare. Es gibt Haupt- und Ehrenamtliche, die sich engagieren und ihre Freizeit opfern. Insofern sind wir immer als Team unterwegs und nicht als Einzelkämpfer.